Ich wünsche mir diese Empfehlungen. Empfehlungen für die einzelnen Treiber, der potenziellen Treiber der Digitalisierung. Empfehlungen an die Politik, an die Hochschulleitung, an die Lehrenden und an die Studierenden, sodass ich dann, der aus einer, ja, ich will es mal so sagen, digitalen Provinz noch kommt, eben sagen kann, wie die Kollegen, die eben nicht mit der Digitalisierung viel zu tun haben, vorgehen können, wie die Präsidien sich einstellen können und auch die Studierenden. Wenn Sie jemanden fragen, der Probleme mit der Digitalisierung hat, zum Beispiel Lehrenden, dann hören Sie: Ich habe da keine Zeit für, das ist mir viel zu teuer, viel zu aufwendig, ich muss ja so viel Neues lernen und das Alte ist ja ganz gut, was wir haben. Möglicherweise kriege ich ja auch gar keine Deputate dafür angerechnet. Wer soll das denn bezahlen? Und vielleicht werde ich sogar entlassen, weil man ja nun mich durch die Maschine ersetzt. Das sind Aussagen und noch andere, die Sie hören, wenn Sie mit Gegnern der Digitalisierung konfrontiert sind. Zur Lösung der Digitalisierungsproblematik, ich nenne es mal jetzt so, müssten wir in die Hochschulen hineingehen. In die Hochschulen, die sich ja in Masse noch gegen die Digitalisierung wehren. Es gibt Einzelakteure. Aber in Masse wehren sie sich dagegen. Und da müssen wir reingehen und nicht nur die großen Referate halten, sondern sehr zielgerichtete Vorträge, die die Probleme, die wir hier im Hochschulforum auch identifizieren, benennen, ansprechen, Lösungen vorschlagen und anschließend in kleinen, sehr zielgerichteten Workshops bis hin zum Individualcoaching von Auge zu Auge, von Professor zu Professor diese Probleme lösen helfen. Ich hatte immer gedacht, wenn man eine weltweit genutzte Plattform hat und einen großen Videokanal, würde jeder einen kennen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wir kennen uns gegenseitig gar nicht. Nach anderthalb Jahren kann ich, glaube ich, sagen und das auch unterstützen und gutheißen, kennen sich ganz viele Leute und ziehen an einem Strang.